hallo meine lieben Leute und willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und die Kammer des Schreckens mit mir, der Lena. Wir sind hier gerade vor Lockharts Büro, weil wir müssen nachsitzen, weil wir haben angeblich die erste Stunde des Verteidigung gegen die dunklen Künste Unterrichts verpasst, was gar nicht stimmt, weil wir wirklich da waren. Aber gut, die anderen werden es dann wohl auch verpasst haben, Ron und Hermine. Aber Gilderoy steht auf uns. Deswegen müssen wir ganz privat so alleine mit ihm nachsitzen. Ist das überhaupt erlaubt? Naja. Wird wohl schon so richtig sein. Weißt du was, Harry? Hermine ist im Krankenflügel. Der Vielsafttrank hat sie in eine Katze verwandelt. Scheinbar war das Haar von Millicent gar nicht von ihr. Ich hoffe, Madame Pomfrey stellt nicht so viele Fragen. Naja, ich sollte jetzt auf jeden Fall zu meiner Privatstunde bei Lockhart gehen. Ach ja, Harry, du freust dich wohl genauso wie ich, was? Ich will nicht. Lockhart ist so scheiße. Es artet doch wieder in ein Minigame aus. Ich sehe es doch schon wieder kommen. Ich kann es förmlich riechen. Ich will keine Minigames. Nein. Und nicht bei Gilderoy. Nein. Oh Gott, was, das ist ein Büro? Warum hat er so ein großes? Was ist das denn? Vorratsschrank, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Oh. Alohomora. Okay, geht nicht. Schade. Alohomora. Auf einmal ist es Nacht. Was hat der denn für ein Büro? Sehr geräumig. Hätte ich auch gerne sowas. Ich glaube, der wird einfach mal sowas von überbezahlt. Ah, Harry, endlich. Schrecklich, diese Geschichte mit dem versteinerten Mr. Creevy und auch der arme Mrs. Norris. Keine Angst. Als dein Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste werde ich das schon richten. Folgt den Bewegungen meines wertvollen Zauberstabes und drückt die Symbole, auf die er zeigt. Wiederhole dies dreimal und du hast den Verdemilius Duo gelernt. Bist du bereit? Nein. Perfekt. Perfekt. Oh, das hat mich reingelegt. Schade, schade. Oh nein. Wie schade. Schade, schade. Sehr elegant. Genau wie ich. Hä? Oh. Schmerz. Das war ganz leicht. Nein. Bereit? Großartig. Perfekt. Großartig. Perfekt. Noch einmal, mach dich bereit. Sehr elegant, genau wie ich. Großartig. Perfekt. Perfekt. Das wird vielleicht mit Glück ein B, hoffe ich. Das gibt eine durchschnittliche Note. Sag das nicht immer so. Wenn du wiederkommst, kannst du versuchen, eine bessere Note zu bekommen und einen Sonderpreis zu gewinnen. Danke, aber nein, danke. Zeit, die gelernten Zaubersprüche in die Praxis umzusetzen. Also, Harry, halte die Kreuztaste gedrückt, um einen aufgeladenen Verdemilius Duo auszuführen. Der Zauber zeigt dir Gegenstände, die durch schwarze Magie verhüllt sind. Benutze alles, was du findest, um den Raum zu verlassen. Wow. Wir kommen hier nicht mehr raus. Naja. Verdemilius! Verdemilius, du. Wow. Bleib mal lange da.
Oh, oh, oh. Oh, oh, gerade mal geschafft. Puh. Oh, ja, na sicher. So wie Nikita bei Metal Gear. Oder ist es die Nikita? Nein. Diese Störgranaten. Ah, nee, ich gehe nicht durch die Ritter. Ich habe nur ein Zipfel von meinem Blitz. Die Nikita ist eigentlich eine Schusswaffe. Doof. Sehr schön, Harry. Ich wusste, du kannst es. Ich muss wohl in den nächsten Jahren ein Auge auf dich haben, wenn ich meinen Job nicht verlieren will. Jetzt lauf los. Morgen ist Valentinstag und ich habe noch Vorbereitungen zu treffen. Willst du eine Schülerin abschleppen, du Ekliger? Ja, aber mit einer B, also mit einer durchschnittlichen Note, wird Harry wohl kaum Lehrer bei Hogwarts werden. Hogwarts. Naja, außer er hat den erforderlichen Namen, Harry Potter. Er ist berühmt. Tja. Der Kampf um den Hauspokal geht weiter. Ich war so schlecht. Ich hab doch kaum was. Oh je, oh je. Ravenclaw. Ravenclaw hat eine viel kleinere. Ach nee, sieht nur so aus. Hufflepuff. Loser. Slytherin. Ah, wir sind immer noch besser. Zum Glück. Blöde Slytherin. Gryffindor. Hauspokal. Gryffindor hat die meisten Hauspunkte. Woo! Der Kampf um den Hauspokal spitzt Yay! Sich zu. Yay! Wuhuhu! Party! Ich muss mehr Hauspunkte sammeln, glaube ich. So viel es geht. Oh! Jetzt können wir aber wenigstens ein paar neue Geheimräume erkunden mit dem neuen Zauber. Glücklichen Valentinstag, oh, Harry. Wie viele Karten hast du bekommen? Ich habe bisher leider nur 46, aber der Tag ist ja noch jung. Ich habe eine kleine Überraschung für dich und alle Schüler Hogwarts organisiert. Meine freundlichen Liebesboten. Hey, du, Harry Potter, bleib stehen! Ich habe eine musikalische Nachricht zu überbringen. Valentinsgrüße. Bleib mir damit vom Hals. Nein. What? Oh mein Gott, was zum... Hat Gilderoy Lockhart jetzt gerade Harry Valentinstagsgrüße gegeben? Was zum Teufel ist das? Was sind das? Sind das Zwerge mit Flügeln? Wieso? Ganz ehrlich, warum? Scheiße. Blindjumps und so. Oh, sie kommen wieder. Nein. Sie wollen mich mit Blümchen und Herzen bezirzen. Ich will nicht. Nicht von Gilderoy. Stop it. Es sind aber noch zwei da, kann das sein? Waren das nicht vorher drei? Ha. Der eine kommt schon gleich von vorne. Ey, die können fliegen! Bastarde! Lasst mich! Nein! Boah, wie schnell die rennen, ey! Die hören doch nicht auf! Ich bin doch Superathlet! Superathlet Harry Potter! Ah! Oh. Konnte ich fliehen? Ich hoffe es! Was zur Hölle war das? Was zur Hölle?
Ich weiß es einfach nicht. Harry blätterte durch die leeren Seiten des Tagebuchs. Das war so random. Er zog ein Fläschchen scharlachroter Tinte aus seinem Nachtschrank heraus, tauchte die Feder hinein und ließ einen Tropfen auf die erste Seite des Tagebuchs fallen. Aufgeregt tunkte Harry die Feder ein zweites Mal ein und schrieb: Mein Name ist Harry Potter. Dann endlich geschah etwas. Aus dem Blatt heraus drangen in seiner eigenen Tinte Worte, die Harry nicht geschrieben hatte. Hallo, Harry Potter. Mein Name ist Tom Riddle. Harry stieß fast sein Tintenfass um vor Aufregung. Dann erschienen noch mehr Worte auf der Seite. Ich weiß alles über die Kammer des Schreckens, Harry Potter. Vor 50 Jahren wurde die Kammer geöffnet und ein Mädchen getötet. Ich habe die Person erwischt, die Kammer geöffnet hat. Ich kann es dir zeigen, wenn du willst. Harry hielt für den Bruchteil einer Sekunde inne und schrieb dann ein Wort. Okay. Die Blätter des Tagebuchs begannen zu flattern, als ob ein Wind sie erfasst hätte. Das Tagebuch öffnete sich und Harry wurde kopfüber durch die Öffnung gezogen. Seine Füße berührten festen Grund und er spürte, dass er in einem der Korridore in den Kerkern von Hogwarts stand. Er sah einen 16-jährigen Jungen, der durch einen Türspalt lugte. Harry war sofort klar, dass dies Tom Riddle, der Besitzer des Tagebuchs, sein musste. Dann hörte Harry jemanden leise flüstern. Komm, muss dich hier rausbringen. Komm jetzt, in die Kiste. Etwas an dieser Stimme kam ihm vertraut vor. Hagrid. Harry sah ihn vor einer Tür kauern, neben ihm eine große Kiste. Riddle trat aus der Tür. Schönen Abend, Rubeus. Es ist aus. Ich muss dich anzeigen. Das Mindeste, was Hogwarts tun kann, ist dafür zu sorgen, dass das Wesen, das das Mädchen getötet hat, geschlachtet wird. Der junge Hagrid richtete sich zur vollen Größe auf und polterte mit lauter Stimme. Er war es nicht! Er hat nie keinen umgebracht! Was? Dann kam etwas aus der Kiste, das Harry zu einem langen, lauten Schrei veranlasste, der ungehört verhallte. Ein riesiger, langgezogener, haariger Körper und ein Gewirr schwarzer Beine. Ein Glimmen vieler Augen und ein paar rasiermesserscharfer Greifzangen. Das Wesen krabbelte den Gang entlang davon und verschwand. Nein! Vor Harrys Augen begann sich alles zu drehen. Und alles wurde schwarz. Er landete unsanft. Später traf sich Harry mit Ron und Hermine. Was ist los? Harry fiel es schwer, die nächsten Worte auszusprechen. Es war Hagrid, Ron. Hagrid hat die Kammer des Schreckens vor 50 Jahren geöffnet. Einfach so Facepalm. Er hat nie keinen umgebracht. Er hat nie jemanden umgebracht. Aber doch nie, nie... Er hat doch nie keinen, das heißt doppelte Verneinung, das heißt positiv, also er hat schon jemanden umgebracht. Riddle könnte den Falschen erwischt haben. Vielleicht war es ein anderes Monster, das die Leute angegriffen hat. Hagrid würde niemals jemanden töten wollen. Wir wussten immer, dass Hagrid der Schule verwiesen wurde. Und die Angriffe müssen aufgehört haben, nachdem sie ihn rausgeworfen hatten. Ich gehe in die Bibliothek und suche nach Informationen über Tom Riddle. Warum geht ihr beide nicht zu Hagrid und fragt ihn, was passiert ist? Ach Gott. Wir sollten besser vorsichtig sein, Ron. Wir dürfen nach Sonnenuntergang nicht mehr draußen unterwegs sein. Wir sollten uns trennen. Du benutzt deinen Tarnumhang und ich versuche es über ein Versteckspiel. Dafür bin ich berühmt. Denk dran, um deinen Umhang zu aktivieren, musst du diese Gegenstände aufsammeln. Sie halten nur für kurze Zeit, also versteck dich, bevor sie abgelaufen sind. Über diese Druckfläche kannst du die Türen öffnen. Du musst nur ein Objekt aus der Nähe darauf zaubern.
ich habe die ganze Zeit einfach nur so wirklich die ganze Zeit Facepalm machen, weil das so dämlich ist. Erstens mal, wieso verstecken sich nicht beide unter dem Tarnumhang? Ich meine, die haben das auch zu dritt unter diesem Tarnumhang geschafft, sich zu verstecken. Zweitens, diese Übersetzung ist so grottenschlecht, das geht gar nicht mal. Drittens, habe ich jetzt erstens, zweitens, drittens, egal. Drittens, ist den Synchronsprechern nicht beim Sprechen aufgefallen, dass es sich einfach falsch anhört? Haben die Synchronsprecher überhaupt jemals Harry Potter gesehen, gelesen, gehört oder sonst was? What the freaking fuck is das? Oh, Junge, Junge. Das ist so... Oh Gott. Diese Übersetzung. Hätte ich das mal auf Englisch gespielt. Ohne Scheiß, hätte ich es auf Englisch gespielt. Aber es ist immer wieder für einen Lacher gut, also daher. Aber das mit diesem geilen Tarnumhang, der auf mysteriöse Weise nur eine bestimmte Zeit hält, weil danach explodiert er einfach so, was total sinnlos ist. Es ist so sinnlos, es ist so... Ja, gut. Ja, deswegen, das werden wir dann das nächste Mal machen. Ansonsten würde ich sagen, viele liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Wünsche euch eure Lenschen 93. Tschüss.